Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, auserwählt von Gott, dem Herrn, der mit dir ist. Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist der, der unter deinem Herzen heranwächst, die Frucht deines Leibes. Heilige Maria, Mutter des menschgewordenen Gottes Jesus Christus, bitte mit uns, jetzt und in der Stunde unseres Todes. So die deutsche, ganz freie Übersetzung des Ave Maria, eines der meistgesprochenen Gebete der Christenheit. Maria, Maria, eine junge Frau aus dem kleinen, zur damaligen Zeit ganz unbekannten, vielleicht gerade einmal 400 Seelendorf irgendwo im Lande Israel. Wir wissen nicht viel über sie aus der Heiligen Schrift der Bibel. Und das, was über sie geschrieben wurde, entstand im Laufe einer langen Traditionsgeschichte. Wer war sie? Die viel besungene junge Frau, eigentlich noch ein Kind aus dem kleinen Nazareth. Mächtige, emanzipierte Göttin, starke, gegen gesellschaftliche Konventionen verstoßende, eigenständige Frau oder ein sich ganz der Macht eines höchsten Gottes blind unterwerfendes, nicht hinterfragendes, willenloses Geschöpf? Was macht diese junge Frau, fast noch ein Kind, so besonders, sodass man heute, 2000 Jahre später, überhaupt noch über sie spricht? Und was kann sie uns für unser Leben, unseren Alltag heute noch sagen? Die Bibel stellt sie uns als einen Menschen vor, der nachdenkt über sich und über die Ereignisse des Lebens, ihres Lebens. Sie urteilt nicht vorschnell, sie wartet ab, denkt nach und versucht, Geschehenes zu verstehen, es in ihrem Herzen zu bewahren, wie es die Bibel so schön formuliert. Mit Maria glauben kann heißen, sich gerade diese Haltung zu eigen zu machen, mit einem wachen Gespür für die Gegenwart Gottes und die Herausforderungen des eigenen Lebens. Die Herausforderungen des eigenen Lebens anzunehmen, zu reflektieren und zu bestehen. Und so laden wir Sie, so laden wir euch ein, sich mit uns auf Spurensuche zu begeben in eine längst vergangene Zeit und in die Lebenswelt einer damals völlig bedeutungslosen und doch so außergewöhnlichen, besonderen Frau. Und vielleicht können die folgenden gesprochenen und Texte und Gedanken, wie auch die musikalischen Klänge, allmählich eine leise Ahnung davon in uns wach werden lassen, was die Einzigartigkeit, Besonderheit und vor allem das Geheimnis, das dieser Frau innewohnt, oder besser gesagt, das in dieser Frau wohnt, Maria, ausmacht. Thank you.
Aus dem Lukas-Evangelium. Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Hause Davids stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr: Heiliger Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Schau mal, auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem hohen Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar gilt, ist sie schon im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Ich bin die Magd des Herrn. Es soll an mir geschehen, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Liebe Hörerinnen und Hörer, das vorausschauende Planen gehört zu unserem Leben dazu. Lebensplanung, Familienplanung, Karriereplanung, Ferienplanung, Diät- und Fastenwochen, Altersvorsorge, all das gehört zu unserem Leben. Menschen planen die Ausbildung und den Hausbau, den Kauf eines neuen Autos oder den Kinobesuch, sie planen ihre Zukunft. Aber eines fragt man sich doch eher selten, nämlich: Was plant Gott eigentlich mit mir? Was hat er mit mir, mit unserer Welt vor? Wer orientiert sich heute am Willen Gottes? Wer rechnet ernsthaft mit seinem Eingreifen? Und wer vertraut auf seine Hilfe und darauf, dass er den Weg kennt und dass er auch dann schon Wege sieht, wenn aus unserer Sicht und in unserer Lebenserfahrung mal alles drunter und drüber geht? Wenn das Leben Wege geht und Wendungen nimmt, wie wir es gerade überhaupt nicht im Sinn hatten. Was es bedeutet, wenn die eigenen Pläne durchkreuzt werden, erfahren wir ja gerade am eigenen Leib. Nicht nur hier in unseren Dörfern, sondern landes-, ja sogar weltweit. Was hat diese Maria uns da Hilfreiches zu bieten? Sie, die junge Frau aus längst vergangenen Zeiten. Maria erinnert uns mit ihrer Lebensgeschichte daran, dass wir nicht vergessen sollen, dass Gott eigene Pläne hat. Seine Vorsehung ist größer und klüger als alle Pläne dieser Welt. Sehen wir, wie Gott uns sieht? Erkennen wir, was er für uns vorsieht? Eines jedenfalls ist sicher: Welche Wege wir auch immer einschlagen, er geht mit. Und so haben wir es vorhin im Lukas-Evangelium ja auch gehört: Bei Gott ist nichts unmöglich. Auch Schwieriges kann sich zum Guten wenden. Was anderes sollte Gott für seine Menschen denn wollen? Aber solch eine Haltung verlangt Vertrauen. Die wohl größte Herausforderung, vor die das Leben, vor die Gott uns Menschen stellt. Denn für Vertrauen gibt es keinen doppelten Boden. Aber ohne Vertrauen, ein anderes Wort für Glauben, geht es nicht.
Vertrauen ist Anbindung ans Leben. Und Leben ist unser Ziel und Gottes Ziel für uns. Leben in Fülle. Johannes 10,10. Ein Gebet. Herr Jesus Christus, unsere Augen sehen dich im Brot und im Kreuz. Doch unser Glaube bekennt, du bist da, auch im Unsichtbaren, im Unscheinbaren, in den sichtbaren und unsichtbaren Spuren unseres Lebens. Wir sehen oft nur das Heute. Du siehst auch, was morgen ist. Wir sehen oft nur Bruchstücke, du aber siehst das Ganze. Viel zu häufig schauen wir auf die Probleme, Hindernisse und Steine, die auf unserem Weg liegen. Du gibst uns Herausforderungen auf, du kennst bereits die Lösung und das Ziel. Wir erkennen manchmal nicht, was wirklich gut für uns ist und welches die nächsten Schritte sein können. Du aber sagst, Gott weiß, was ihr braucht. Herr unser Gott, schenke uns Vertrauen, dass du, so wie du es auch bei Maria getan hast, dass du bei jedem unserer Schritte und Tritte auf all unseren Wegen und Umwegen, Abwegen und Irrwegen und letztlich auf dem Weg durch unser ganzes Leben mit all seinen Höhenflügen und Tiefpunkten, schwierigen und guten Zeiten bei uns bist und bei uns bleibst, heute und in Ewigkeit. Amen.